dann passieren neue Phänomene, da muss man sich auf neue Sachen einstellen, aber 50 GHz ist auch schon im Gespräch und es wird immer höher gehen, weil auch die Frequenzen ausgehen. Die kann man halt nur einmal benutzen und wenn man mehr Sachen gleichzeitig machen will, braucht man mehr Frequenzen. Konsequenz von der Wellenlänge, von der Frequenz ist natürlich auch die Wellenlänge. Wenn eine Welle hochfrequenter wird, wird sie kürzer und das ist zum Beispiel wichtig für die Antennenlänge. Früher waren die Frequenzen niedriger, wie ich schon gesagt habe, also waren die Antennen größer. Jetzt werden die Frequenzen höher, werden die Antennen kleiner. Nur so als Nebeninfo. Und was noch interessant ist, ist, finde ich, dass 200 Millisekunden, diesen Wert habe ich jetzt einfach gewählt, eine wahre Ewigkeit sind für ein Handy. Also was euer Handy in 200 Millisekunden macht, das kann man sich gar nicht vorstellen, bis man sich es wirklich mal anschaut. 200 Millisekunden, das kann man so gerade noch schnippen vielleicht oder hören. Das ist für ein Handy eine Zeit, da kann es mehrere Prozesse gleichzeitig machen. Damit kannst du mehrmals mit einer anderen Stelle kommunizieren. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, wie empfindlich die sind. Also während Tesla vielleicht vor 100 Jahren mit gigantischen Strommengen es geschafft hat, 100 Meter zu überbrücken und dann hat irgendein Lämpchen geblinkt. Heutzutage sind wir in der Lage und haben die Handymasken, die mit 40 Watt senden. Das ist eine typische Leistung. Also nichts im Vergleich zu eurer Mikrowelle. Mikrowelle sendet vielleicht 400 Watt, Kilowatt. Handymast hat nur 40 Watt. Und die werden sofort abgeschwächt durch Distanz, durch Mauern, durch Glas, durch Wälder, über einen Berg vielleicht. So dass am Ende es reicht, wenn man 10 Größenordnungen verloren hat, kann das Handy immer noch verstehen, was gemeint war. Also wenn man das Komma um 10 Stellen verschiebt, dann kann das Handy immer noch das Signal, die Welle erkennen, die vorher losgeschickt wurde. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Umgekehrt hat das Handy natürlich nicht 40 Watt, um zu antworten. Das hat ja nur ein halbes Watt vielleicht. Und da kann dann die Basisstation trotzdem verstehen, was gemeint war, wenn das Handy geantwortet hat. Weil es auch wieder bis zu 10 Größenordnungen verliert. Nachdem ich jetzt also gesagt habe, was die Welle ungefähr ist, dass da eine Welle ist, zum Praktischen, ein Handy kommuniziert nicht mit den Satelliten. Ich denke, das ist bei Nerds inzwischen angekommen, dass es halt Handymasken gibt. Und ein Handy kommuniziert immer mit so einem Handymasken. Die Handymasken stehen überall. Und jedes von unseren Handys hat gerade, wenn es empfangen hat, mit einem Handymasken eine Verbindung. Dieser Handymast weiß, dass das Handy da ist. Und das Handy weiß, dass der Mast da ist und welcher Mast das ist. Und wie funktioniert es, dass man überall Empfang hat? Man braucht eine Menge Masten. In Deutschland sind es so geschätzte 40.000 bis 50.000 Masten, die dafür sorgen, dass man halt wirklich fast überall Empfang hat. An manchen Stellen wohnen so wenig Leute oder kommen so wenig Leute mal vorbei, da lohnt es sich dann nicht, einen aufzustellen. Aber ansonsten ist Deutschland abgedeckt. Es funktioniert dann so, wenn man durch Deutschland fährt, dann ist man halt zufällig gerade in der Nähe von irgendeinem Masten. Und wenn man telefonieren will, dann sagt man es dem Masten und der Mast macht den Rest, gibt das irgendwie ab ans Netz. Und wenn man angerufen wird, passiert es umgekehrt. Das Netz meldet sich und der Mast sagt dem Handy Bescheid, hier gibt es einen Anruf. Und wenn man sich bewegt, dann ist das ist auch neu gewesen, das gab es vor den 90er Jahren noch nicht, dass man halt sich beliebig dadurch bewegen kann. Das gibt es bei WLAN nicht. Wenn man bei WLAN sich bewegt, ist irgendwann der Empfang weg und der muss sich neu verbinden. Beim Handy ist es fließend. Daran hat man sich einfach gewöhnt und es ist ein wahnsinnig wichtiger Teil der Technologie. Was hat es mit Sturm zu tun? Das war für mich in der Kommunikationstechnik eine wichtige Erkenntnis, festzustellen, dass man halt diese Welle hat und in der Theorie weiß man, okay, die erzeugt man und schickt sie los und sie wird ein bisschen schwächer, also wenn sie vielleicht am Anfang so groß war, oder wird sie vielleicht etwas schwächer, aber man kann sie immer noch erkennen. Aber letztendlich muss man noch eine Analogie hinzufügen, so als ob da immer noch ein Sturm dabei ist, ein schlechtes Wetter, für das man nicht kennt. Und man muss die Welle losschicken und es kann einfach sein, so als ob man Schiffe in einen Sturm schickt vor 500 Jahren und man weiß nicht, ob sie durchkommen. Man weiß nicht, ob Kolumbus es nach Amerika schafft oder ob er zwischendurch aufgrund von schlechtem Wetter ertrinkt. Und so muss man also bei Handys immer auf Nummer sicher gehen. Also nicht nur bei Handys, bei allen Radiowellen. Das machen auch alle Technologien konsequent, weil man einfach damit leben muss, dass man hier Europa ist. Auf der anderen Seite ist ein anderer Kontinent. Und wenn man die Schiffe losschickt, weiß man nicht, ob sie alle ankommen.
Man hat eine gewisse Sicherheit. Man weiß, wahrscheinlich kommen sie an, zu 95% oder zu 90%. Aber man muss dann die fehlenden 10%, 5% kompensieren. Und da gibt es dann die Tricks. Was kann man tun, wenn man also weiß, dass nicht alle Schiffe ankommen, aber man will trotzdem eine gewisse Informationenmenge überbringen über den Ozean? Kann man halt erstmal mehr Schiffe senden, mehr Schiffe losschicken. Das ist ein Trick, der automatisch gemacht wird. Also wenn man bei Handys jetzt die Wellenanalogie verlässt und an Paketen denkt, also man schickt ja Einsen und Nullen, das hat auch schon mal jemand, das hat auch jeder schon mal irgendwie gehört, dann schickt man halt nicht genau die Menge an Daten, die man vorhat, dass auch ankommt, sondern man muss ein bisschen mehr schicken. Man muss. Und man kann umgekehrt auch in dem Paket Bescheid sagen, das wissen jetzt alle, die mal was mit Netzwerken gelernt haben. Man kann auch encodieren, ist das Schiff richtig angekommen oder ist zwischendurch was verloren gegangen? Kann ja auch sein, dass das Schiff zwar auf der anderen Seite ankommt, aber es ist ein bisschen was runtergefallen. Problem ist, es war keiner dabei, der noch erzählen kann. Also muss man das encodieren und muss dem Paket mitgeben, wie es richtig auszusehen hat. Und so muss man ganz viele Tricks zusammenbauen, um durch diesen Sturm durchzukommen. Und auch das passiert wieder in dieser wahnsinnig kurzen Zeit. Und die dritte Analogie ist, jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, dass ein Handy mit einem Masten kommuniziert, aber es ist ja so, genauso wie in diesem Raum, dass nie ein Handy alleine ist. Das war die Traumwelt, in der man vielleicht mal im Labor experimentieren konnte, aber sobald man draußen ist, sobald das passiert, was einfach passiert, sind 50 Handys, 100 Handys, 1000 Handys bei einem Fußballspiel auf derselben Stelle. Und das ist wie ein lauter Raum, also wirklich als ob in diesem Raum jetzt plötzlich alle anfangen zu reden und versuchen sich quer durch den Raum zu unterhalten. Also wenn du jetzt mit jemandem da hinten reden willst und du mit jemandem da und das passiert noch ein paar Mal öfter, dann versteht niemand mehr sein eigenes Wort. Und deshalb wird es bei Handys anders gemacht. Da gibt es eine Basisstation und die gibt den Ton an. Die Basisstation klärt ganz klar, was die Regeln sind des Spiels. Wenn es jetzt also so wäre, dass ich die Basisstation bin und sagen wir mal, ihr wollt ja nicht alle gleichzeitig telefonieren, 4, 5 Leute wollen gleichzeitig etwas übertragen, das muss auch kein Telefonat sein, und ihr wollt mir was mitteilen. Dann gibt es natürlich die altmodische Variante, ihr redet alle gleichzeitig und wir hoffen, es kommt an. Das war früher mal so, ich würde sagen in den 70er Jahren, hat Funktechnik so funktioniert. Irgendwann waren es zu viele Leute und dann ging es nicht mehr. Und dann musste Funkdisziplin her. Ich glaube, beim Militär wurde das wahrscheinlich mal gemacht, dass man Funkdisziplin lernen musste. Aber ich habe es nicht gelernt. Also, was kann die Basisstation machen? Die Basisstation kann sagen, Regeln, Jungs, stopp. Nicht alle durcheinander, sondern das Erste, was wir machen können, ist, wir können uns zeitlich einteilen. Wir können sagen, zuerst du hast ein bisschen Zeit, dann hast du ein bisschen Zeit, dann hast du ein bisschen Zeit, dann du und dann fangen wir wieder vorne an. Und so schaffen wir es gleichzeitig, trotzdem mehrere Leute zu bedienen. Es können mehrere Leute gleichzeitig telefonieren oder es können mehrere Leute gleichzeitig im Internet surfen. Und keiner merkt es eigentlich. Man merkt nicht, dass man gerade auf irgendwas wartet. Weil es so schnell passiert und zeitlich abwechselnd, dass es halt funktioniert und flüssig wirkt. Eine andere Alternative ist, das kam dann in der nächsten Technologie, das ist jetzt auch historisch tatsächlich so, dass das mit dem Zeitlichen die erste Idee war, die Leute hatten, das war praktisch umsetzbar. Und dann in den 90er Jahren kam dann die zweite Idee, wir könnten das auch auf die Frequenz legen. Also statt nur eine Frequenz zu haben und alle müssen die sich teilen, machen wir einfach mehrere. Und man benutzt gerade die frei ist. Und ich habe überlegt, die Analogie wäre wahrscheinlich dazu, dass wir in Tonhöhen sprechen. Also du musst im Basston reden, du musst irgendwo in der Mitte reden und du musst piepsen. Und dann kriege ich es hin, dass ich vielleicht noch alles verstehe, was gemeint war. Und auch wieder wäre der Effekt, alle können gleichzeitig reden. Das ist immer das Ziel, mehrere Menschen gleichzeitig. Und die dritte Technik, die jetzt bei UMTS gerade passiert, also die meisten Handys sind inzwischen auch UMTS, ist noch eine Stufe komplexer, da werden Codes aufeinandergelegt. Das ist so, als ob man in verschiedenen Sprachen spricht. Als ob jedes Handy eine eigene Sprache spricht und die Antenne muss sie alle verstehen. Kann dann, das funktioniert nur Mathematik, die einfach wieder auseinanderrechnen. Und so schafft man es also, diesen lauten Raum trotzdem zu managen. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass einfach zu viel los ist. Das kann im Stadion schon passieren, obwohl sie da meistens ganz gut darauf vorbereitet sind. Aber an Silvester sind dann so Momente, wo es einfach nicht mehr klappt. Da sind dann zu viele Leute auf einem Haufen und die wollen alle genau zum gleichen Moment, genau um Mitternacht, jemanden anrufen, jemandem SMS schicken. Und das ist dann plötzlich ein Raum,
der zu laut ist. Da gibt es dann eine Basisstation, die streckt nur noch alle Viere von sich und sagt, sorry, geht nicht mehr. Oder die Wartezeiten sind so groß, dass man einfach nichts mehr durchkriegt. Und dann wartet man eine halbe Stunde und in der Zeit haben sich die Leute das dann auch wieder anders überlegt und dann schafft man wieder zu telefonieren. Oder was auch immer man gerade kommunizieren wollte. Und so schafft man es, diesen lauten Raum zu managen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass dabei die Basisstation den Ton angibt. Das ist anders bei anderen Technologien. Es gibt Technologien, wo es fairer ist, wo die beiden Kommunikationspartner auch hierarchisch auf einer Ebene sind. Aber eure Handys sind einfach nur Sklaven. Also unsere Handys. Und das ist gut so. Und deshalb sind Handys ja auch so schwer kontrolliert, dass man, wer sie herstellen darf, man muss die teure Lizenzen kaufen, die Frequenz ist geschützt, damit eben kein Chaos passiert, damit genau diese Hierarchie eingehalten wird. Das Handy fragt ganz lieb bei der Basisstation nach, darf ich das und das machen? Und die Basisstation sagt, ja oder nein. Ansonsten geht es nicht. Und sobald ein Störer reinkommt, dann gibt es bestimmt auch von den Betreibern, Telekom oder von Autos, die rumfahren und nach Störern suchen. Und wenn eine Basisstation meldet, ich habe hier ein ganz komisches Signal, dann fahren die los und müssen das finden, weil sonst diese eine Zelle nicht mehr anständig funktioniert. Was für ein Fazit kann ich geben? Wie gesagt, das Ganze funktioniert wahnsinnig schnell. Und all diese Austauschgeschichten, diese kurzen Nachrichten, diese Zuordnung von Frequenzen, von Zeiträumen, von Paketen, die ausgetauscht werden, das passiert so schnell, dass ich einfach mal hochgerechnet habe und gesagt, wir sind 120 Leute hier im Raum und alle paar Sekunden, was für eure Handys, wie gesagt, eine Ewigkeit ist, sagt das Handy dem Mast einmal nur kurz Bescheid, ich bin noch da. Und der Mast antwortet ganz kurz und sagt, passt alles. Das wären dann schon 88.230 Nachrichten, die einfach nur in der Viertelstunde, in der ich jetzt gesprochen habe, ausgetauscht wurden. Und das ist der Grund, warum ich so fasziniert bin mit Handys. Danke. Vielen Dank, Hauke. Ja, ihr habt sicher viele Fragen zu dem Thema. Wenn ihr euch meldet, dann komme ich mit dem Mikrofon vorbei. Wenn ihr die Frage stellen, da hinten ist eine. Hauke, ich habe eine wichtige Frage an dich. Ich spare die Einleitung. Ich würde jetzt erwarten, dass jetzt im Winter der Tank fast besser ist, weil die Temperatur niedriger ist. Kannst du das über die Rauscharmut der Verstärker herleiten? Okay, wenn du über die Rauscharmut der Verstärker gehst, dann sagst du dir, funktioniert besser, wenn er kalt ist. Das heißt, bei Basisstationen werden die schon gekühlt. Die sollen ja auch bestmöglich funktionieren. Beim Handy kann es tatsächlich sein, Hypothese, das ist, wenn du es in der Hand hältst, schlechter funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass der Unterschied so spürbar ist. Und grundsätzlich hast du recht, kalte elektronische Geräte funktionieren besser als warm. Weitere Fragen? Es war die Luft trocken. Das könnte mehr ausmachen. Das stimmt, Wasser absorbiert Wellen und damit wird das Signal schlechter. Regen ist schlecht, trockenes Wetter ist gut. Mir ist noch mal eine Frage eingefallen bei der Präsentation. Mit wie vielen unterschiedlichen Frequenzen sendet denn ein einzelnes Handy in ein Gespräch? Kann man das überhaupt sagen? Ist das flexibel? Ist das eine maximale? Das kann man sehr genau sagen, wenn man es nachliest. Ich hatte jetzt gar nicht im Kopf. So von der Größenordnung her, sind das ein paar wenige, sind das ein paar hunderte oder so? Letztendlich ist eine Frequenz ja erstmal nichts Diskretes. Du hast ja nicht 100 Hertz und 101 Hertz und kannst natürlich auch dazwischen machen. Das ist ein fließender Übergang. Du musst einfach nur wählen, welche Abstände nimmst du. Und was also gemacht wird, es werden Blöcke eingeteilt, damit man sich einigen kann. Oh, und jetzt muss ich überlegen, also ich vermute, dass das momentan, was heutzutage gemacht wird, sich so im Rahmen von 10 Frequenzen bewegt. Das ist dann immer ein Stück zusammenhängende Frequenz, das die Betreiber gekauft haben. Und in dem Bereich kann das Handy dann wechseln, wie es halt muss. In Zukunft wird es aber mehr. Also LTE hat bis zu 100 Frequenzblöcke, weil es mehr Flexibilität ermöglicht. Das heißt auch mehr Datenübertragung, aber auch gleichzeitig mehr Geräte, die dann gleichzeitig überlaufen können. Genau, es ist immer der Handel. Also mit 100 Blöcken kannst du entweder 100 Leute bedienen oder einer, der alles kriegt.
funktioniert mit links und die Hand mit Finger heißen iPhones. Aber ich habe noch eine echte Frage. Und zwar, du hast ja gemeint, weil wenn zum Beispiel ein Fußballspiel ist, im Stadion sind ja viele aufeinander, das könnte dann zu Engpässen führen und die Betreiber wären gut darauf vorbereitet. Wie sieht denn die Vorbereitung aus? Also kühlen die ihren Masten stärker oder stellen die noch ein paar auf? Also den Mast zu kühlen wäre die einfachste Maßnahme. Wenn sie es nicht tun, dann wären sie schon von vornherein nicht sehr klug. Aber in dem Augenblick stellst du einfach sehr, sehr viele Masten auf. Ich habe es nicht gecheckt, aber ich stelle mir einfach vor, dass in so einem Stadion, wo du 60.000 Leute hast, wahnsinnig viele einzelne Masten stehen, die insgesamt sehr wenig Sendeleistung haben, also einen sehr kleinen Radius. Und damit schaffst du es einfach, diese Fläche abzudecken. Das kann man eigentlich nur dadurch schaffen. Viele, viele Masten. Hier ist noch eine Frage. Genau, es gibt ja unterschiedliche Mobilfunkstandards mit den unterschiedlichsten Frequenzen und die wechseln ja zum Teil und es sind dann unterschiedliche Wellenlängen. Du hast gesagt, davon hängt es auch ab, was für eine Antenne das ist. Hat jetzt ein Handy mehrere Antennen für unterschiedliche Formate? Oder kann das eine Antenne machen? Ich glaube, die Frage kann man nicht eindeutig beantworten, weil es manche gibt. Du kannst halt eine Antenne entwerfen, die beides schafft, die dann vielleicht bei beiden nicht ganz so gut ist. Oder du trennst es. Ich habe beim iPhone 4 mal gehört, dass es zwei Antennen gibt. Aber also es wäre sinnvoller, jede Antenne speziell zu entwerfen, weil sie dann am besten geeignet wäre für die Frequenz oder für die Aufgabe. Aber manchmal muss man aus Platzgründen oder aus Geldgründen das kombinieren und dann gibt man da ein bisschen Empfangsleistung und Sendeleistung auf. Hier noch? Du hast gemeint, dass die Frequenzen noch höher werden. Wie löst man dann das Problem, dass die Zellen immer kleiner werden? Das hast du jetzt ja bei LTE schon. Ja, man löst das Problem, die Zellen werden kleiner. Das ist leider der Fakt. Also es gibt kein Win-Win an der Stelle, sondern wir brauchen mehr Bandbreite. Die Frequenzen werden höher. Die wissen, was die Übertragung macht bei Regen und so. Und das heißt, die Reichweiten werden immer viel geringer. Bei 60 GHz, glaube ich, sind es noch 100 Meter, ich nehme mich jetzt aus dem Fenster gerade, ich muss es nachgucken, aber es wird ganz sehr viel kleiner und das heißt als Konsequenz einfach wieder mal mehr Masten, kleinere Zellen. Das ist die einzige Möglichkeit, das dahin zu gehen. Du meintest ja, dass die Frequenzen immer höher werden, das heißt, es wird auch höher energetisch. Gibt es irgendeinen Frequenzbereich oder kommt man da irgendwann an eine kritische Stelle, wo man sagen kann, dass Handystrahlung wirklich gefährlich wird für den Menschen oder nicht? Schwierig zu sagen. Ich glaube, man hat momentan noch nicht festgestellt, soweit ich weiß, ob irgendeine Frequenz schädlicher ist als eine andere. Ich glaube, dazu gibt es noch nichts. Ich glaube, momentan wird natürlich sehr viel geforscht in dem Bereich, den ich gesagt habe. 3 GHz, weil da momentan einfach alles stattfindet. Ich weiß, dass das Militär hohe Frequenzen einsetzt, weil sie das irgendwie zum Crowd Control benutzen wollen. Also bei 100 GHz kann man irgendwie die Haut zum Kribbeln bringen. Aber auch das sind dann wieder Sendeleistungen, die nichts mit Kommunikation zu tun haben. Also da würde das Militär dann Kilowattweise oder Megawattweise Energie reinpumpen, um diesen Effekt zu erzeugen. Es wäre weiterhin nicht der Bereich, in dem so ein Handy arbeitet. Die dunkle Seiten der Wellen. Ja, hier noch. Hat jeder Handyanbieter seine eigenen Masten oder gibt es einmal standardisierte Masten, die alle Handyanbieter mit benutzen? Das können die sich aussuchen. Also die einfache Antwort wäre erstmal, alle haben unterschiedliche Masten und müssen sich selbst verwalten, aber es gibt ganz oft daran auch wieder Verträge, dass sie sich einteilen. Ich bin mir sicher, auf dem Land lohnt es sich nicht. Da wird dann auch Mast für Mast entschieden, dass man sich das teilt. Gibt es beides. Ja, vielen Dank, Hauke. Danke.